Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Ja Freunde, was war denn da gestern los gewesen? Keine Folge Sheltered, keine Folge Dead in Bermuda. Ja, tut mir leid, YouTube hat mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, hat das Video einfach nicht verarbeitet. Aber wir haben ja jetzt hier um 14 Uhr eine Folge Sheltered und um 16 Uhr gibt es dann heute noch eine Folge Dead in Bermuda. Also heute zwei Folgen hier auf diesem Kanal. Und ich bedanke mich für euer Verständnis. Tja. Ich glaube, das ist irgendwie seit 3 Monaten oder so das erste Mal, dass nicht ein Video hochkam. Verrückt. Nun gut. Aber kein Problem. Ist ja alles hier nur Spaß. So, du kannst dieses Objekt nicht übertragen, weil mal alles voll ist. Na, sowas Verrücktes aber auch. Ja, so ein Transistor ist jetzt auch nicht so ganz wichtig. Motor, ich glaube Motor 29, na. Ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Oh, wir lassen das mal so. So, Freunde, dann hat der Keks mich angezählt, hier keine Bandagen gemacht. Aber, Freunde, zum Bandagen machen braucht man auch diese Lumpen nicht, sondern... Brauchen wir denn da Wolle und Nylon, glaube ich, oder so? Wir gucken mal. Ja, Wolle und Nylon. Also, davon haben wir einen Arsch voll. Ohne Scheiß. Alles gut. Ja. Aber wir können in der Tat mal ein bisschen was machen. Also, wir könnten mal erstmal gucken hier. Carola könnte noch mal ein bisschen an Sandsack gehen. Und ich glaube auch die Melissa. Die Melissa könnte vielleicht sogar ein bisschen was lesen noch. Nö, die könnte auch hier noch ein bisschen rangehen. Und sie könnte hier mal ein paar Bandagen ruhig fertigen. Wo sind sie? Hier. Wir haben 4 Stück im Besitz. Also, ja, wir können mal... Ich überlege, wie viel wir so pro Expedition mitnehmen. Vielleicht 2? Dann nochmal 3 Expeditionen. Also bräuchten wir so 6 Stück. Immer ungefähr auf Lager. Wäre jetzt so... Die Rechnung, meine Idee. Hier diese Schrotflintenanlage, Schrotflintenfalle, finde ich sehr geil. Gefällt mir sehr gut. So, Bello pennt. Das ist okay und steht hier schon wieder parat. Will wohl was essen? Nein, glaube ich nicht. Nein, will er auch nicht. Wir gucken einfach mal ganz schnell drauf. Der Ofen, Solarmodul, Sandsäcke. Sonst ist eigentlich alles ganz gut in Schuss. Hier können wir mal nachfüllen, ein bisschen Kraftstoff. Gucken wir uns nochmal hier das große Haus an. Ein Bauplan, Blitzmesser. Das Blitzmesser verleiht dem Träger zusätzliche Geschicklichkeit. Ja, cool. Bauplan kommt mit, so wie ist schon mal klar. Was lassen wir denn dafür hier? Ja, ist nicht so einfach. Ich wäre ja bei den Samen eigentlich. Dann nehmen wir den Bauplan mit. Masken brauchen, ausgebrannter Laptop. Lieber Kleidung als Laptop. Naja, so verkehrt wäre es natürlich nicht. Sein Leder ist am Start. Klebeband. Haben 41. Klebeband weg, Motor rein. Warte mal, Klebeband raus, Motor rein. Das geht schon mal. Hätten wir vorhin schon machen sollen. Farbdose. Im Besitz 30, na die brauchen wir nicht. Nee. So viele Wände haben wir überhaupt nicht. Ich finde, das ist cool. Das passt. Hier wird nochmal trainiert. Hier wird repariert. Und auch geputzt. Wo ist denn die Little Mary? Pennt die oder was? Wo ist denn Maria? Ach, hier steht sie doch. So. Wir sind unterwegs immer so, Spannung im Ödland. Eieiei. Schon wieder diese Mad Max-Typen. Alter Falter. Aber die waren vorhin oder das letzte Mal, glaube ich, ganz gut drauf gewesen. Wir gucken mal nur ein Reisender versuche zu genießen, was von der Natur übrig ist. Sehr schön. Frische Nahrungsvorräte bereit zur Abholung. Sieht so aus, als würden die Plünderer heute Nacht gut essen.
Ist das alles, was du drauf hast? Dieses Outfit sieht übrigens ziemlich lächerlich aus. Ja, sieht's auch. Das ist einfach nicht. Kommt, Leute, wir gehen mal. Dafür habe ich keine Zeit. Ciao, ihr lächerlichen Witzfiguren. Bleibt mal da schön weiter dumm rumstehen. Wir verabschieden uns dann mal. Sieht echt lächerlich aus. Ja, ein Stück weit ist das so. Was macht sie denn da? Sie kann doch nochmal trainieren, oder nicht? Kann auch trainieren. Großes Haus, okay. Hier unten ist übrigens unser Versteck, wer es nicht mitbekommen hat. Ja, da kann sich ein Bewohner verstecken, wenn hier böse Menschen kommen. Wir müssen irgendwie noch eine Falle hier, eine Falle müssen noch hin. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Noch eine so eine Schrotflinten-Selbstschutz-Gedöns. Ja, geht aber nicht. Also, Schrotflinte können wir halt noch nicht bauen. Holz geht nur bis zu 3 zu stecken. Leder ist aber gut. Nylon ist gut. Wolle wäre auch okay. Super. Nee, dieses Plastizeug brauchen wir nicht. Kraftstoff haben wir, Nahrung haben wir eigentlich auch genug. Das ist in Ordnung so, das passt schon. Wie sieht denn das aus? Wir müssen ja, wir können aktuell 8 Leute gleichzeitig versorgen. Wollen natürlich hier, also wir haben 2, 4, 5, 6, 7, wir haben genau 8 Leute. 6 sind aktuell im Bunker. Es könnte auch mal wieder auf Expedition gehen. Was ist denn mit Deborah zum Beispiel? Deborah und Melissa, die können doch mal auf Expedition gehen. Die brauchen doch hier nicht im Bunker rumhängen. Deborah und Melissa, zack, Expedition ausrüsten. Nee, Carola nicht. Carola nicht, aber Jens auch nicht. Der ist natürlich Power Jens. Nicht schlecht, ne? Margaret, auch nicht schlecht. Aber Melissa, auch gut. Besonders Intelligenz, Charisma, ja, ja, das passt schon. Und Melissa, wo ist sie denn? Deborah und, ah ja, hier. Deborah wollen wir natürlich noch mitschicken. Der fehlt ein bisschen Geschicklichkeit, aber sonst ist die eigentlich auch ganz gut drauf. Jetzt gucken wir mal hier. Das Korps, die Skalpjäger, die Plünderer, wo wir sie hinschicken. Könnten natürlich auch einfach nach Shep Castle gehen, da ist es relativ sicher. Aber da ist natürlich nicht so toll, ne? Da gibt's nicht so schöne Sachen. Hier, großer Schrottplatz und so. Also kommt, Freunde, wir nehmen mal Haustier ruhig mit. Frage ist, nehmen wir den Camper mit? Nö, machen wir nicht. Zack, zack. Dann gehen wir hier so. Diese ganze Gegend ab, die irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist beim letzten Ausflug. So, okay. Was können wir denn mal Schönes ausrüsten? Also, Freunde. Wir rüsten aus. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Stolperdraht. Ein Draht, durch den man stolpert. Nein, wir nehmen natürlich einen großen Rucksack mit. Melissa nimmt mal noch eine Schutzweste mit und die nimmt eine Gasmaske mit und natürlich eine Waffe, ja. Wir nehmen mal ruhig so ein Stack Verbandszeug mit. Wir nehmen auch mit eine Granate und wir nehmen mit Pistolenmunition, Gewehrmunition. Ist die Frage, nehmen wir 12 Schuss Gewehrmunition nehmen wir mit. Wir haben genau noch 2 Gewehre. Ja. Nehmen wir die mit. Gewehre sind besser als Pistolen, oder? Wobei wir Pistolenmunition 25 mitnehmen könnten. Machen wir das. Und die Pistole. Okay. So, jetzt nehmen wir nochmal mit einem. Hier so ein Ding. Na? Okay. Dann ist die Frage, nehmen wir so ein Ding mit oder lieber sowas hier? Tja. Lieber so ein bisschen Schutz. So viel entdecken müssen wir ja nicht mehr.
Und natürlich auch noch hier Pistolenmunition, natürlich die Pistol auch mitnehmen. Und Verbandszeug haben wir, das ist in Ordnung. Granate haben wir am Start. Ich glaube, das passt. Jo, tippitoppi. Los geht's. Türen gehen automatisch auf. Das ist auch eine schöne Sache eigentlich. Plus beim Zurückkommen, ja, wenn man die immer halten will zum Duschen. Hier, Wauzi haben wir auch mitgenommen, ne? Bello? Jawoll! Richtig. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Und das Schöne ist, was ich zumindest gelesen habe jetzt in dem Update, also vorher ist ja unsere Gruppe um Bello auch nie angegriffen worden, aber er konnte wohl auch angegriffen werden und ist dann wohl auch gestorben oder wie auch immer. Das haben sie jetzt wohl wieder rausgenommen. Also Bello wird nicht angegriffen. Ja, finde ich gut. Mag Bello. Er soll nicht angegriffen werden. So, er geht hier auf unsere luxuriöse Toilette. Was steht denn hier so drin? Ein funktionierender Van. Das haben wir aber schon länger als Tag 113, mal ganz ehrlich. Der sieht doch spitzenmäßig aus. Tipp, top, Freunde. Und da ist auch noch nie was kaputt gegangen. Das ist ein richtig robustes Teil. Ja, kann man nicht anders sagen. Ei, da geht's schon wieder los. Scott und Conny ist doch da mit am Start, ne? Ja, ja. Oh, ei, die sehen aber... Was sind das denn für Hackfressen? Alter Falter, die haben ja richtig Schlachterschürzen an. Na gut. Ja, das ist, so sehe ich auch morgens aus, nach dem Frühstück, mit reichlich Erdbeermarmelade. Das ist unglaublich. Nur ein Reisender versuche zu genießen, was von der Natur übrig ist. Und jetzt geht's hier wieder, wir können aber wieder gehen. Ja, guckt euch die an, ne? Die haben 3 Schusswaffen, einmal Messer. Zu viert, das ist schon ganz cool, wenn man gehen kann, ganz ehrlich. So, haben wir denn nichts zu durchsuchen, beziehungsweise noch keine Objekte gefunden? Müde die gute Margaret. Wie sieht's denn aus, Margaret? Stärke 16. Geschicklichkeit 14. Na, die kommt langsam, die kommt langsam. Wir haben es bei Carola. Die hat Stärke 16, Geschicklichkeit 16. Kommt auch, nähert sich der 20. Dann heißt es nur noch Wahrnehmung trainieren durch Expeditionen. Aber wie schnell jemand sterben kann, haben wir ja gesehen, ne? Einmal auf so eine Horde Wildtiere getroffen. So ein Bär oder 3 Wölfe und zack, bist du am Rande des Todes. Willst du, dass wir mit ihm reden bei diesem kleinen... Ja, wollen wir, ne? Wenn wir in das kleine Haus wollen, müssen wir an diesen komischen Leuten vorbei. Wobei, vielleicht gibt es ja auch noch normale Leute. Ja, der sieht... Guckt euch den an, den Edward. Mit den Messerhänden. Der sieht doch wirklich total normal aus. Wenn wir jetzt auf Rekrutieren gehen... Dann sehen wir uns seine Stats an und sehen, nein, wir müssen auch erstmal unseren, wir müssen auch erstmal unseren Sauerstofffilter, so heißt das Ding, aufrüsten, Freunde. Unsere Bunkerkapazität ist erreicht. Sonst gibt es hier ein Sauerstoffproblem und dann verrecken wahrscheinlich alle, die drin sind, an schlechter Luft. Boah, Scott ist okay, der kann hier mal die Verhandlung führen. Wie es derzeit läuft, bestimmt der Käufer die Preise und dieses Wirtschaftsklima hat nicht jedem gut getan. Wirtschaftsklima, ja, sehr nice. Der Käufer bestimmt die Preise, ja, aber im Prinzip ist das hier nichts. Also den Nagel würde ich noch mitnehmen gegen weiß ich nicht was, von daher lassen wir es einfach. Jo. Gut. Boah, schon mal ein Start. Ist doch schon mal ein Anfang, ist doch schon mal cool. Das passt. Hier machen wir mal reparieren. 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 Okay, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oh.
Oh, das geht ja schön schnell mit dem Reparieren. Ging schon mal langsam in letzter Zeit, hatte ich das Gefühl, aber diesmal richtig gut, keiner zu Schaden kommen. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss, dein Lumi.